herzlich willkommen beim Spaß am Kochen mit mir und irgendwo meine Frau, der Esel nennt sich zuerst. Und zwar, wir machen heute einfach nur ein Tzatziki, denn wir sind zum Grillen eingeladen und die Leute haben gesagt, mein Tzatziki hat denen so gut geschmeckt. Sie wünschen, dass wir nichts mitnehmen, außer ein Tzatziki. Also, machen wir jetzt Tzatziki miteinander. Ja. Tzatziki. Für den perfekten Tzatziki nehmen wir 2 Becher Sauerrahm, eine fette Gurke, also liebe Damen, nicht neidisch werden, meine Gurke ist sehr groß. Ja. Einen Joghurt. Ein bisschen Mayo, was Fettiges brauchen wir ja dazu. Italienische Kräuter. Schnittlauch, Petersilie, ich tue mal alle Zutaten da, damit es für euch danach leichter ist, das Ganze. Ja, damit es dann nicht sagt, was war das? So, dann brauchen wir ein Mörser, Walnüsse, Leinsamen, wir sind immer nicht fertig, da kommen noch ein paar Sachen. Knoblauch, ja Babybär. Schaut sie, das weiß ich nicht. Das ist kein Wetter heuer gewesen für Schlittschuhlaufen. Es war entweder arschkalt oder super warm. So, als allererste die Gurke. Also das ist, also ich muss schon sagen, dass es ein ordentliches Gerät ist, oder? Also 20 cm sind es keine, okay? Das ist ein bisschen länger wie 20, aber ja. Verrat's nicht weiter, okay? Verrat's nicht weiter, die XXL-Gurken gibt's beim Penny. Oder gab's beim Penny. XXXXL-Gurken, also das ist wirklich schon eine ordentliche Männergröße ist das schon, gell? Ja, das ist schon eine ordentliche Männergröße. Aber das ist halt so. Das ist halt so. So, als allererster da mal die Gurke rein. Warum als allererster? Damit man die Gurke entwässern kann. Das ist ganz wichtig, die Gurke zu entwässern, denn ansonsten schmeckt euer Tzatziki nur noch nach Gurkelwasser. Wir wollen aber nicht ein Gurkelwasser, wir wollen, dass es schon geil ist, gell? Das ist nicht nein. Warum soll ich fasten? Ich bin Jude. Ich bin ja kein Muslime. Wie kommst du drauf, dass ein Jude fastet? Spiegeln, sorry, ich spiegele dich. Einmal gespiegelt, bitte sehr. Bitte sehr, hallihallo. So da. Machen wir schneller. Schnell. Hallo Nicole, grüß dich, Nicole, was ist das? Noake, Rahimaya Power, hallo, grüß dich. Sorry. Rahel, du brauchst wieder einen neuen Namen, ganz ehrlich. Liebes, du brauchst einen neuen Namen. Schöne Grüße an Schwester und Family. Und am besten sag mal, so wie sie gehört, Shalom Schwester, wie geht's dir? Unsere Tzatziki muss man jetzt auspressen. Ich zeige es euch. Jetzt hat man da die Gurkenmasse, ja? Aber wenn man die Gurkenmasse so ein bisschen auseinander zusammenpresst, dann ist schon ganz schön viel Wasser da drinnen, ja? Und dieses Wasser bringt uns nichts, ja? Ja?
Also wir sind keine Fleischereigeschäft oder sonstige, dass wir die Kunden bescheißen mit Wasser. Wir machen das ohne Wasser und dann passt das Ganze, okay? Dann passt das Ganze, weil wir möchten, dass unser Essen gut schmeckt. So, da. Jetzt ist es einmal gut. Von Anfang an gibt man ein bisschen Salz rein. So. Von Anfang an gibt man auch die Kräuter. Warum machen wir das von Anfang an? Damit sich schöner ansaugen können und damit dann das Ganze besser schmeckt. Schnittlauch sparen wir nicht, da haben wir gleich alles rein, was wir da gehabt haben. Yes, Baby, yeah! Die schaut ja mega fein aus. Welche Größe hat die? So. 122. Italienische Kräuter, ja, du bist gewachsen. Nein, die 16 ist nicht meine Kompetenz. Ich sage ja, er hat den Wachstumsstück gehabt. Wow, hey, Pupperl! Anni, sei froh, dass du meine Tochter bist, sonst hätten wir jetzt heiraten müssen. Ich hab sogar Taschen. Wow! Weil es mir kalt ist. Ja? Also ich habe bis heute nicht verstanden, wozu beim Kinderhosen es, wie heißt das jetzt, Taschen gibt. Weil ein Kind habe ich noch nicht gehört, dass er sagt, geh, Zigarettenschlüssel anstecken. Wie machst du das? Ja. Papa ist cool, gell? Also Taschentücher, okay, die Taschen bei den Kinderhosen brauchen wir für die Taschentücher. Einfach reinstechen und dann kommt alles raus. Machst du das, meint das auch? Nein, das geht nicht, das geht nur beim Sauerrahm. Bei Joghurt, den Joghurt muss man so reingeben, mit einem Löffel. Weil wir leben leider nicht in Griechenland. In Griechenland ist der Joghurt so wie der Sauerrahm. Wir leben in Österreich und unser Joghurt ist ein absoluter Beschiss. Also ich lasse zwar den Joghurt immer 2-3 Wochen. Aber ich habe trockene Haut. Dann kannst du Schmiri-Schmiri machen. Ich meine auf die Füße. Ja? Also, würden wir in Griechenland leben, war der Joghurt gescheiter. Wir leben in Österreich. Wir müssen auf die Füße schmieren. Da ist das Ganze ein bisschen ein Beschiss. Weil bei uns in Österreich der Joghurt ist sehr flüssig. Ja. Erstens einmal wird der Joghurt bei uns in Österreich komplett entrannt. Das ist ganz schlecht. Und zweitens einmal, die Bakterien, was drinnen sind, sind zu wenige. Und es dauert dann 2 bis 3 Wochen, im Kühlen natürlich, der Joghurt sollte im Kühlen sein, bis sich diese Bakterien vermehrt haben und der Joghurt dick wird. Ja? Also müsst ihr logischerweise, wenn ihr Joghurt kauft, nicht sofort verbrauchen, ja, das war ein Fehler, sondern 1-2 Wochen mindestens in den Kühlschrank ziehen lassen. Auch Sauerrahm. Ja. Also mein Sauerrahm steht immer zwar, dass er abgelaufen ist, aber der ist nicht abgelaufen, weil er im Kühlschrank ist. Mindesthaltbarkeitsdatum. Also normalerweise ein Joghurt kann 3 Monate im Kühlschrank sein, ohne dass er kaputt wird, wenn es ein echter Joghurt ist. Ist das jetzt eine Fälschung mit irgendwelchen Sachen drinnen und Verdickungsmittel und keine Ahnung was alles, daran erkennt ihr auch, dann bläst der Joghurt auf und dann ist der Joghurt hin. Ja, das ist aber auch kein echter Joghurt. Ein echter Naturjoghurt, ja, den könnt ihr 3 Monate in den Kühlschrank haben und der wird nicht kaputt. Und das ist der Unterschied zwischen einem echten und einem anderen Joghurt. Ja. So wie auf Honig. Also wenn ich auf Honig sehe, Mindesthaltbarkeitsdatum beim Honig, da kriege ich einen Lachkrampf, weil Honig, ja, also einer der ältesten Honigs, die man gefunden hat, war in der Pyramiden, 5000 Jahre alt. Und den hat man tatsächlich noch essen können. Ja. So, jetzt haben wir den Knoblauch fein geschnitten, reingegeben. Dann tun wir jetzt ein paar Leinsamen, nicht zu viel. Leinsamen muss man nicht übertreiben. Ja. Was ist aber gut? Das sind die Walnüsse. Ja. Walnüsse sind immer gut. Davon, ja, also ich mache jetzt mehr natürlich, ja, aber nicht alles auf einmal, sonst ich habe einen kleinen Mörser. Es hat mir noch keiner einen größeren geschenkt. Bitte kauft euch keine Metallmörser. Ich habe einen großen Metallmörser, vergiss Metallmörser. Kauft euch immer einen Steinmörser. Ja. Steinmörser sind die besseren Mörser. Und ein Steinmörser ist ein Mörser, den man alles reinmachen kann. Der Stein wird über die Jahre, saugt die ganzen Fetten und alles auf. Und dadurch
dadurch schmeckt das Ganze viel, 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 viel besser. Kilian, ich hab's teleportieren lassen. So. Also tut selber euch einen Gefallen, haut das nicht bitte in irgendwelche Nussmixer etc. Macht euch die Arbeit, ja? Denn die Nüsse sollten ja auch ungleichmäßig gehackt oder besser gesagt zermörsert werden. Ein Teil ist ganz fein, wird zu Staub, ja? Ein Teil ist schön grob, ja? Und dadurch gibt es auch mehr Geschmack. Weil durchs Mörsern, durch das Einziehen, ja, können dann die Fette aus den Nüssen rauskommen, ja? Und umso besser schmeckt dann die ganze Geschichte, gell? Und wie gesagt, Mörser, kauft euch bitte nur Steinmörser, Marmormörser, Granitmörser, aber keine Metallmörser. Was meine ich unter Metallmörser? Es gibt so Messingmörser etc. Ja? Also, darfst du das sieben Messinger hoch? Ich habe jetzt auch sowas, wie gesagt, ja, das verwende ich nicht. Warum? Weil beim gewisse Sachen verfärbt sich das Ganze und das schaut wirklich nicht gut aus, gell? Ja, und daran erkennt sie auch, dass es oxidiert. Ich habe gesagt, 1 Meter Abstand von der Pfarrerin, wenn kein Erwachsener dabei ist. Und da hinten bei die Kerzen will ich euch gar nicht sehen. Aber ich will. Ich will auch sehen. Und ich aber, ich habe gesagt, wer ist der Papa? Papa. Papa ist der Papa. Und was müssen Kinder machen, wenn der Papa spricht? Es tun, richtig. Folgen. Einfach nur folgen. Und warum folgt man? Damit man kein Plätzchen macht. Also, keine Metallmörser, weil Metall oxidiert. Ja? Selbst der Nieroster kriegt so komische Flecken etc. Je nachdem, was sie jetzt macht. Kräuter und, Sachen mit Zitrone und was ich nicht. Also vergisst es einfach, ja. Kauft euch einen Steinmörser. Steinmörser ist das Beste, was es gibt. Auf der Werbung hat er wirklich groß ausgeschaut, was sehe. Aber für keine Ahnung, 40 Euro kommt nachher sowas. Also Leute, am besten sowas im Geschäft kaufen, da wo ihr seht. Okay? Weil sonst was ist so wie bei mir, habt ihr halt so ein Mini-Teil. Ja. Sehr cool, keine Kappe, das ist eine Kapuze. Papa, waren da hier die Fische drinnen? Nein. Was war da dann drin? Das ist von dem Sieb. Das ist ein bisschen zu klein, Schatze, für die Fische. Das ist immer ein großer Sackel für die Fische. Ja, aber das Sieb ist auch groß. Wie kann der da rein? Ja. Der ist ja groß. Das ist Müll. Weil es nur der vordere Teil. Warum ist der Himmel blau? Warum ist der Krokodil grün? Ha? Warum bist du rosa blond? Warum sind die Menschen so weich? Warum werden Menschen so schnell kaputt? Jetzt kannst du Hände waschen, die Mister. Alle zwei. Alle zwei Hände waschen. Mayonnaise. Warum geht man Mayonnaise rein? Ganz einfach, Mayonnaise hat Fett. Ja, und wir brauchen die Fetten. Ja, ansonsten, wenn ihr keine Mayonnaise zu Hause habt, dann gibt es ja Olivenöl dazu. Hi Michi! Hey, der Mann ist in der Haus. Kinder, eure beiden Onkel sind jetzt online. So, fertig. Was aber brauchen, was wir noch nicht drinnen haben, das ist ein Schuss Balsamico.
Ich gebe immer ein Schuss Balsamico dazu. Das macht das Ganze so ein bisschen schmackhafter. So. Und dann natürlich braucht man auch ein wenig Zucker. Das ist aber klar. Und kommt mir ja nichts mit irgendwas Gesundheitliches oder sonstiges was, weil uns interessiert den Schaß nicht. Uns interessiert, dass es schmeckt. Denn das, was nicht schmeckt, wird nicht gegessen. Vor allem bei meinen Kindern, das ist sowieso ein Wahnsinn. Mittlerweile. Ja, mache ich, Schatzi. Dann, wenn die Claudia kocht, wäscht der Papa ab. Dass man dann Ciano bleibt. Na danke, verzichte. So. Ich wünsch, du wärst bei mir ganz nah. Ja. Bei mir. Erst der Merzl weiß alles über mich, weißt? Ja, der weiß schon, dass wir nach Fittis fahren, also nach Weidhofen fahren. Ja, wir fahren jetzt gleich. Eigentlich sind wir schon fertig, ich muss nur noch kosten. Chefin? Tzatziki? Bist du deppert, Alter? Komm. Vielleicht eine Spur Salz? Ja. Na? Okay. Chefin sagt nein. Muy bien. Na und? Die Gitarre gehört euch beiden, ihr könnt beide mit Gitarre spielen. So. Und liebe Freunde, also noch einmal zeigen, das ist das selbstgemachte Tzatziki, das sind ungefähr ja, knappe 2 Kilo. Ja, 2 Liter sind es auf jeden Fall. Also, viel Spaß beim Nachmachen, danke, dass ihr alle dabei wart, gell? Also Spaß am Kochen, danke, dass ihr dabei wart und das ist Tzatziki, pfiat euch.